Ein Leben ohne Rückenschmerzen. Davon träumt Patientin Hanna Spich schon seit Jahren. Sie schläft kaum noch. Sie wacht wirklich nachts vor Schmerzen heulend auf. Der Hausarzt weiß nicht mehr, was er machen soll. Sie sind? Ich bin die Schwester, Sarah. Ja. Alles klar, okay. Dann erzählen Sie mal kurz, seit wann haben Sie denn jetzt die Schmerzen und wo sind die Schmerzen? Schon recht lange. Das sind immer so Schübe hier unten. Ja. 6 Jahre so ungefähr schon. Und ich habe auch schon meine Brüste verkleinern lassen, weil wir dachten, dass es vielleicht daher kommt. Und ich dachte dann auch, ja, dann wären die Schmerzen vielleicht besser, aber es wird immer schlimmer. Eigentlich unerträglich, das ist bestimmt mein Leben. Morgens bin ich total steif, komme kaum aus dem Bett alleine, schon fast gar nicht mehr. Also. Was ist denn außer der Brust-OP alles noch gemacht? Wann sind mal Spritzen gemacht worden, Krankengymnastik gemacht? Ja, alles schon. Röntgenbilder, alles schon. Ich war Physiotherapeuten, ich glaube, du kennst jeden bei uns. Ja. Also alles schon im Grunde durch. Also ich weiß auch nicht mehr weiter. Ja. Okay, dann untersuche ich Sie zuerst einmal. Unterlagen sehe ich, haben Sie mitgebracht, das gucke ich mir gleich an. Jetzt einmal nicht erschrecken, ich komme einmal von hinten. Ja. Die Untersuchung kennen Sie ja wahrscheinlich alle, aber das muss ich auch einmal machen, ne, damit ich mir auch ein Bild machen kann. Ja. Ich klopfe hier. Tut das Klopfen weh? Unangenehm. Ja. Ja, aber jetzt wird es schlimmer. Da wird es schlimmer, okay. Die Patientin zeigt eigentlich bei jeder Bewegung sehr starke Schmerzen. Und man merkte auch, dass sie eingeschränkt war. Das heißt, sie kam zum Beispiel mit den Händen nicht auf den Boden. Ich habe die übliche Untersuchung gemacht. Und da fielen natürlich für das Alter schon sehr auffällige Befunde auf. Und ja, da musste man sicherlich noch mal weitersehen. Jetzt haben Sie hier ein paar Sachen mitgebracht. Wann ist zuletzt geröntgt worden? Vor 2 Monaten ungefähr. Okay, weil die Bilder sind jetzt ein paar Jahre alt. Bestimmt die falschen gegriffen. Ja. Und jetzt sehe ich gerade hier die Brust-OP. Wann war das nochmal? Vor einem halben Jahr circa. Ja, vom halben Jahr ungefähr. Mit der Brust-OP, das ist ja auch noch der richtige emotionale Stress für dich gewesen, ne? Also ihr Freund, der Linus, der war da nämlich überhaupt nicht mit einverstanden. Und hat dann von Verstümmelungen gesprochen und ich meine, es hätte ja wirklich helfen können. Es ist jetzt ärgerlich, dass es nichts gebracht hat. Vielleicht hat er ja sogar recht. Der Arzt hat gesagt, dass wenn die Brüste wieder kleiner wären, also wenn die Brüste klein sind, dann wäre die Belastung auf der Wirbelsäule nicht mehr so hoch. Und ja, letztendlich habe ich immer noch Schmerzen, sie werden immer schlimmer. Ja, aber er hat dich so fertig gemacht deswegen. Also recht hatte er damit mal ganz sicher nicht. Weil guck mal, du bist immer noch wunderschön und er spricht von Verstümmelung, ja? Also ja, aber das geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Also was sollen und sag mal, Sie haben immer noch eine wunderschöne Brust, das ist ja überhaupt gar kein Thema. Und ja, große Brüste können durchaus Rückenschmerzen machen. Das war, denke ich mal, der Orthopäde, der gesagt hat, man sollte das machen. Ne? Das hilft häufig, ja, aber ich sag mal, so eine Reaktion, das verstehe ich jetzt gar nicht. Also, das war schon heftig und sie leidet da auch noch emotional drunter. Ne? Das kommt zu den Schmerzen halt auch noch dazu. Ja, das glaube ich aber auf jeden Fall. Ja. Als die Patientin zu uns kam, haben wir schon festgestellt, dass sie sehr down war, depressiv war, dass sie eigentlich am Boden war. Man hörte dann natürlich auch von der Schwester, dass der Freund da eine nicht gerade geringe Ursache für war. Ja, das ist natürlich keine große Hilfe und man merkte schon, dass es ihr einfach nicht gut ging. Wir brauchen die neuen Bilder. Können Sie die besorgen? Also haben Sie denn einen Arzt für mich, den Sie mir nennen können? Dann könnte ich da mal anrufen. Können wir ja digital, das reicht ja eigentlich auch, ne? Wenn er angeschlossen ist, genau, dann haben wir es ja, dann können die das gleich wieder schicken. Ja, Dr. Schürmann war das bei ihr, genau. Okay. Ja, dann sagen wir da Bescheid. Es sind ja schon viele Untersuchungen gemacht worden. Und das ist für uns natürlich immer wichtig. Zum einen, um zu sehen, was war damals, um auch einen Verlauf zu erkennen. Zum anderen, um keine Untersuchungen doppelt zu machen. Ich hatte schon einen Verdacht und einige Untersuchungen fehlten noch. Die wollte ich noch nachholen. Ich wollte halt wissen, ob sich das bestätigt. Noch will die Ärztin die junge Polizistin jedoch nicht mit ihrer Vermutung beunruhigen. Dass sein Leben trotz schweren Schicksalsschlags weitergehen kann, beweist unterdessen ein anderer Patient von Sophie Runke. Der 34-jährige Dario führt heute seine Prothesen vor. Oh, guten Tag, ist da. Herr Horn, wie geht's? Super, und Ihnen? Ja, mir geht's gut. Und da sind die, Carbon, wunderbar, das ist ja
sehr sieht schick. Spektakulär aus, ne? Ja. Ja. Und hat alles so funktioniert, wie es sein sollte? Alles optimal. Also ich bin eigentlich schon wieder schön genesen und möchte loslegen, das Leben wieder von Anfang an mitnehmen. Ja, wunderbar. Ne? Ja. Wie lange war der Unfall her jetzt? Das waren jetzt 9 Monate, ein Jahr irgendwie. Ja, genau. Der war ja lange hier, ne? In der Klinik. War auch nicht ganz so einfach, ne? Mit dir am Anfang. Ich meine, da muss man auch erstmal mit klarkommen, ne? Ja, ja, man muss ja sagen, also überhaupt das zu überleben, ne? Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Ja. So, dann gucke ich mir das einmal an. Er ist ja vollkommen reizfrei. Herr Horn stellte sich nach erfolgter Reha-Maßnahme bei uns vor. Er hatte leider einen sehr, sehr schweren Autounfall, in dessen Folge wir ihm leider auch beide Beine amputieren mussten. Das ist natürlich schon ein Schock für einen so jungen Menschen. Wir hatten am Anfang noch nicht mal viel Hoffnung, dass er es überhaupt überleben würde. Jetzt ist er aus der Reha zurückgekommen. Wir wollten natürlich jetzt sehen, wie es ihm geht. Das klappt ja wunderbar schon mit dem Anlegen. Ja. Ne? Okay. Ja, dann zeigen Sie mal, was Sie können. Okay. Ne? Ja? Ich muss noch einmal die Luft rauslassen, damit ich auch festgehalten werde von der Prothese. Ja, Gleichgewicht haben Sie aber auch schon sehr gut gelernt, ne? Ich habe ja nichts anderes zu tun gehabt. Ja. Gehen Sie mal so ein bisschen. Das ist unser Catwalk, ne? Ja. Ja, doch, das sieht aber auch schon wirklich sehr schön aus, sehr flüssig. Super. Ja, toll, ne? Was rein. Oh, hi. Na? Ach, guten Tag, sind Sie wieder da? Ja. Dann nehmen Sie noch mal Platz, ja? Okay. Ja, das ist ja wunderbar, ne? Das ist... Ist rund, ne? Ja. Sieht schon echt gut aus, also das ist vor allem für die Zeit, das ist schon ganz toll. Ich mache einen Brief noch fertig für den Hausarzt, dass wir die Kontrolle gemacht haben, mache noch eine Verordnung für Physiotherapie. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute weiterhin. Ne? Ja, also ganz toll gemacht, muss ich sagen. Natürlich, ne? Immer. Super. Es muss weitergehen. Ja, auf jeden Fall. Schön, ne? Die Einstellung. Dann nehmen Sie noch mal kurz Platz. Ja, ja? Ich danke. Okay. Gut. Kommen gleich zu Ihnen. Ne? Super. Ja? Ihre Schwester, die kommt auch wieder mit? Okay, alles klar. Gut. Okay, gut. Ich hatte einen Autounfall gehabt und musste wieder das Leben finden. Zwischen der von chronischen Rückenschmerzen geplagten Hanna und Immobilienmakler Dario scheint die Chemie sofort zu stimmen. Entsprechend ungern unterbricht Schwester Leandra auch wenig später das angeregte Gespräch der beiden. Aber die Ärztin wartet mit wichtigen Untersuchungsergebnissen auf die 33-Jährige. Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen. Bitte. Aber sie muss tatsächlich noch eine Diagnose bekommen. Und perfektes Timing. Ich musste nur mein Portemonnaie suchen, war im Auto. Ich habe alles bezahlt, sehr gut. Alles gut. Ja, weil wir wären dann jetzt soweit, die Bilder sind da. Die Ärztin hat die Bilder auch schon so weit, dass wir sie zusammen ansehen können. Okay. Gut, dann kommen Sie mal mit. Ja. Haben Sie hoffentlich schon Nummern ausgetauscht und so. Heutzutage haben wir natürlich den Vorteil, dass wir alles digitalisiert haben. So ist es natürlich auch möglich, solche Untersuchungsergebnisse auf dem schnellsten Weg von dem einen zum anderen Ort zu bekommen. Das ist schon wirklich toll. Hat das Schmerzmittel gewirkt? Nicht wirklich ein bisschen, aber die Schmerzen sind noch da. Also ich habe schon so eine Idee, was es sein könnte. Ne? Wir lassen Sie einmal hier. Ja, dass Sie hier im Krankenhaus bleiben, dass wir Ihnen einfach Schmerzmittel auch über die Vene geben können, dass Sie jetzt irgendwann mal schmerzfrei werden. Ja? Wir würden ein MRT machen nochmal, und zwar mit Becken bitte. Ja? Und dann besprechen wir das Ganze. Ja? Okay. Aber hey, dann Freude bitte. Weil wir haben wenigstens vielleicht bald, was es ist. Ja, vielleicht. Also da ist hier der Partner von der Frau Spich, ich konnte ihn jetzt nicht aufhalten, sorry. Soll ich ihn direkt wieder mitnehmen oder? Darf er hier bleiben? Ja, er kann ruhig hier bleiben. Und, ja, trotzdem wartet man erstmal, bis ich. Merci, hier. Danke. Super. Guten Tag. Guten Tag. Und wie sieht's aus? Ja, mit einer Vermutung, aber wir wissen es noch nicht genau. Und Schmerzen habe ich immer noch sehr deutlich. Schmerzen hast du immer noch, war ja klar. Ich habe dir gesagt, dass diese OP ein Fehler war. Ja, jetzt leidest du ja immer noch an deinen Rückenschmerzen. Moment mal, das jetzt eine hat ja jetzt nichts hier mit dem anderen zu tun. Steht da mit dir. Das ist mir egal. Sie sind aber hier im Krankenhaus und wir haben hier ein bisschen Obhut über unsere Patienten, okay? Ja, und Sie reden hier vernünftig, sonst können Sie direkt rausgehen. Obhut? Wollen Sie weiter an Ihnen rumschnibbeln, jetzt bis Sie Schmerzen finden? Mal, das ist Moment. Was soll das jetzt? Haben wir noch gar nicht an ihr herumgeschnippelt? Es ist eine sehr gut indizierte Operation durchgeführt worden. Was haben Sie jetzt für ein Problem? Sei doch mal ein bisschen mitfühlender. Du weißt doch, wie schlecht es hier geht. Das Ganze, das geht mir wirklich auch... Ne? Das schaffe ich nicht. Ne? Das ist einfach viel zu viel. Ich bin kein Krankenpfleger. Und, Ey. Seit Monaten hast du deine Rückenprobleme und ich kann das einfach nicht, okay?
guck erstmal, wie du klarkommst mit deinen ganzen Problemen da und ich will die Beziehung erstmal beenden. Ne? Also, ich Was bist du denn für ein Mistkerl? Machst du gerade Schluss mit ihr? Sorry, aber wirklich. Krankenpfleger bin ich hier nicht. Echt boah, die Worte raus. Das geht, boah, hau bloß ab. Du brauchst auch gar nicht wiederkommen. Also, ich bin jetzt so ein bisschen sprachlos. Oh mein Gott, Frau Spich. Alles, ey, guck mal. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin gerade ein bisschen. Ich ja, ich auch. Aber ich weiß, das ist jetzt ein ungünstiger Moment, das zu sagen. Aber ich glaube, es ist viel besser, wenn Sie so einen Menschen nicht in Ihrem Umfeld haben. Eine Last weniger, Frau Wirklich? Als er die Tür zugemacht hat, ein Problem weniger. Ja, also der tut dir doch nicht mehr gut, die ganze Zeit schon nicht. Ja. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, was bei den Untersuchungen rauskommt. Das ist erstmal wichtiger, deine Gesundheit. Ja, also so jemanden, den kann man nicht gebrauchen. Nee. Ne? Also ich weiß, das hilft jetzt nicht in der Situation, aber wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass die Schmerzen erträglich werden, ja? Und dass wir herausfinden, worum es geht, was halt los ist. Ja? Mir tat die Patientin in dieser Situation natürlich sehr leid. Sie hatte die Probleme mit ihrem Freund oder jetzt Ex-Freund, was natürlich emotional enorm belastend ist. Außerdem hatte ich ja schon so eine Verdachtsdiagnose im Hinterkopf, die natürlich auch nicht gerade sehr schön ist. Und ja, in so einer Situation, die wünscht man eigentlich keinem. Dabei soll Patientin Hanna noch ein weiteres Wechselbad der Gefühle erleben. Als tags darauf die Diagnose der Ärztin feststeht, will Sarah ihrer älteren Schwester abermals zur Seite stehen. Das ist auch bitter nötig, denn auf die Polizistin wartet eine Hiobsbotschaft. Wie geht's dir? Gut. Gut. Ja. Gut, das ist schön. Infusion. Ja. Ja, Schmerzmittel wirkt. Wirkt, ja. 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 Wir wissen jetzt, was es ist. Ja. Ja. Das ist schön. Ja und nein. Es ist schön, dass wir es wissen. Es ist auch was, was man behandeln kann. Wahrscheinlich haben Sie schon mal von dem Morbus Bechterew gehört. Also ich noch nicht. Noch nicht? Nein. Okay. Was ist das? Morbus Bechterew ist im Grunde eine Erkrankung des rheumatischen Bereiches. Eine Autoimmunerkrankung ist da vielleicht im Spiel. Und ich weiß nicht, haben Sie mal die meistens älteren Menschen gesehen, die so sehr stark verkrümmt waren? Ja. Das ist der Morbus Bechterew. Boah. Aber im schlimmsten Zustand. Das heißt, sie muss Zustand. Mit so einem krummen Rücken rumlaufen? Es ist so, es verändern sich tatsächlich die knöchernen Strukturen. Das heißt, diese Zwischenräume zwischen zwei Wirbelkörpern, die jetzt beweglich sind, die können verknöchern und dann ist das halt nicht mehr beweglich. Dann ist das nicht mehr so eine biegsame Wirbelsäule, sondern ist es ein fester Stab. Und dann ist sie auch, kann sie gelähmt werden? Ich meine, im Rücken mit der Wirbelsäule, das ist ja... Das nicht. Man kann es auch heutzutage behandeln. Das heißt, es kann auch komplett wieder weggehen? Nein. Die muss jetzt ihr Leben lang mit der Krankheit leben? Genau, das ist eine Erkrankung, die sie lebenslang haben werden, leider. Ja? Ja. Das ist jetzt nicht wie ein Schnupfen, den hat man und den heilt man aus, sondern diese Erkrankung, die heilt nicht aus, sondern die muss man lebenslang halt behandeln. Da gibt es Medikamente, es gibt Physiotherapie, die ganz wichtig ist, um halt auch die Beweglichkeit zu erhalten. Damit kann man gut umgehen. Und dann muss sie natürlich schon einen Betreuer haben, einen Rheumatologen haben, der sie dann auch durchgehend betreut, der immer mal wieder kontrolliert und dann gegebenenfalls Medikamente auch anpassen kann. Leider hat sich meine Verdachtsdiagnose des Morbus Bechterew bestätigt. Und ja, das war natürlich eigentlich nichts, was ich jetzt der Patientin auch noch mitteilen wollte. Ne? Der Freund hat sie verlassen, hat die starken Schmerzen, jetzt kam das noch dazu. Und ja, ich hatte echt schon Angst, dass die Patientin jetzt doch ziemlich zusammenbrechen würde. Aber kam mir dann zum Glück ganz anders. Mit so einer Diagnose habe ich null gerechnet. Das tut erst der Freund und jetzt hast du auch noch eine Krankheit, mit der du dein Leben lang irgendwie umgehen musst. Es gibt da immer Schlimmeres. Und vielleicht können Sie das einmal abmachen, weil ich hätte jetzt noch eine Verabredung. Ja, also nur nicht zu lang, weil wir haben da noch ein bisschen drin. Moment, wie, du hast noch eine Verabredung? Eine Verabredung im Krankenhaus? Ja. Aha, okay, gut. Vielleicht kommst du dann einfach später nochmal. Ja, mich wundert das gerade, dass du so locker grade, damit umgehst. Ich bin voll geschockt und du bist so... Es gibt schlimmere Sachen. Okay, ich habe das Gefühl, Sie möchten gerne weg. Ja. Okay, dann sprechen wir auch noch mal in den nächsten Tagen. Ich denke mal, so noch so 2-3 Tage bleiben Sie vielleicht hier, dass wir noch ein paar Tests machen können.
Medikamente einstellen können und so. Ja, das Schmerzmittel scheint ja schon in die richtige Richtung zu gehen. Sie haben ja heute auch schon gesagt, dass das gut wirkt. Und ich sehe ja, Sie gehen nicht mehr so. Es wird besser. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ja, ich komme dann später wieder, Hanna, ne? Ja. Gut, dann wünschen wir Ihnen erstmal einen schönen Tag. Oh, ich glaube, da hat jemand Besuch. Mhm. Na, fertig? Ja. Ich habe Ihnen Aufmerksamkeit mitgebracht. Oh, danke schön. Wollen wir jetzt Richtung Käffchen? Ja, wir wollten, ich glaube, erstmal spazieren gehen, oder? Ja, machen wir so, ne? Kann ich die vielleicht bei Ihnen lassen? Klar, ich stell die in Wasser, damit die auch so schön bleiben. Bringen wir in Ihr Zimmer. Guten Morgen. Viel Spaß. Bis später. Viel Vergnügen. Ja. Dankeschön. So kann's gehen. Was habe ich denn da verpasst? Wir kennen Dario ja schon eine ganze Weile. Ich sag mal so, Frau Spich hätte eigentlich nichts Schöneres passieren können, als ihm zu begegnen, weil sie einfach dort gesehen hat, okay, es gibt viel Schlimmeres noch als das, was ich habe. Und es gibt auch Schlimmeres als die Trennung von einem Arschloch, weil sie hat ja dafür vom lieben Gott was anderes geschenkt bekommen. Hanna ist mittlerweile bei einem erfahrenen Rheumatologen in Behandlung und kommt gut mit ihrer Erkrankung zurecht. Die 33-Jährige ist inzwischen sogar glücklicher denn je. Mit Dario hat sie einen Mann gefunden, der ihr jeden Tag aufs Neue zeigt, wie schön das Leben ist.